Übrigens, dieser Roboterarm ist eine großartige Ergänzung für euer Tauchboot. Perfekt für die Erkundung der Tiefsee. Ich erkunde lieber mit den eigenen Armen. Die Pfeilkalmare lassen sich streicheln. Dich nenne ich Pfeilo. Du bist Pfeilinchen. Und du bist Phil. Du bist voll verpfeilt, Bruder. Ha, voll verpfeilt. Der war gut, Chris. Du kannst dir unmöglich Namen für 1000 Kalmare ausdenken. Warum nicht? Den Kleinen hier nenne ich... Au, er hat mich gekniffen. Echt frech. Wow, guck mal, Chris. Ich nenne ihn Schnabel. Ein Pfeilkalmar mit einem Papageienschnabel. Cool. Hey, Stella, bist du dir sicher, dass wir mit diesem Tauchboot wirklich die Geheimnisse der Tiefsee erforschen können? Ich meine, der richtigen Tiefsee. Genau dafür habe ich es entworfen. Freche Kleinkalmare sind eine Sache, aber die gibt es auch in größer. Und wie ist das mit dem Wasserdruck? Ich weiß, die Erforschung der Tiefsee ist heikler als die Erkundung des Weltalls. Ich arbeite noch daran. Wir müssten mindestens so tief tauchen können wie ein Pottwal und an ihm dranbleiben. Das Verhalten dieser Tiere in der Tiefe zu beobachten, ist noch keinem Menschen gelungen. Ich mag Herausforderungen, aber manche kann man eben nicht von heute auf morgen knacken. Jedenfalls nicht ohne eine riesige Inspiration. Wie wär's damit? Der kommt genau auf uns zu, oh nein! Wow! Oh Mann, was für ein großer Wal!